Was geht ab? Ich bin wieder weg. Ich war lange weg, wir haben auch viele Matchday-Vlogs gemacht, wo ich halt gespielt habe und dann halt andere Leute übernommen haben. Aber jetzt bin ich wieder da. Heute machen wir einen chilligen Vlog, gehen ein bisschen durch die Stadt, gehen was essen, gehen ein bisschen shoppen. Wir nehmen euch einfach den ganzen Weg mit. Okay. Wir sind jetzt im ersten Laden. Der Laden heißt Kost. Das ist so eher High Class, aber auch ein bisschen so auf Low Key. Wir haben halt so Basic Pieces, so clean Farben, einheitlich einfach, aber nicht für jedermann, was nicht für mich. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, solche so Sachen. Könnte man auf clean anziehen, einfach so, sowas würde ich anziehen. Aber es ist nicht alles geil, aber es ist in jedem Laden so. Zum Beispiel dieser Pulli, so Mani-Type-Shit, aber sowas ist zum Beispiel clean, oder? Sowas zum Beispiel clean, sowas würde ich anziehen. Aber dann wiederum haben wir halt auch zum Beispiel so Sachen. Das zieht ein Opa. Das zieht halt ein Opa an, deswegen weiß ich nicht, aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall clean. Mannheim ist für sich eigentlich nicht die krasseste Shoppingstadt, aber im Vergleich zu anderen Städten auf jeden Fall oben mit dabei. Aber heutzutage, hier shoppt eh jeder online, deswegen shoppt bald bei mir lang. Wir sind jetzt im Monos, das ist ein Sneaker-Store oder Fashion, High-End-Fashion, also schon auf dem latesten Trend. Was ich auch tragen würde, ist einer der freshesten Stores auf jeden Fall in Mannheim, aber der ist noch ein bisschen unknown, weil er ist so scheiße geplaced, der ist irgendwo in der Ecke, wo man es schwer sieht. Aber auf jeden Fall einer der freshesten Stores. Ihr könnt gleich sehen, ich hole ein paar Pieces, ich zeige euch die und dann zeige ich euch, was ich anziehen würde. Das wäre zum Beispiel, was ich anziehen würde, auf jeden Fall. Ich würde sogar jetzt kommen auf meinen Outfit. Kino, Bösche, Creme, beste Papa-Weste ist Kino. Das ist mein Second Piece. Das ist einfach clean, ihr seht selbst. Mit so einem kleinen Stoff, der übergeht. Ihr seht selbst. Gibt's nichts zu reden, ja? Das wäre mein drittes Piece. Also darüber muss ich ehrlich nicht viel sagen. Flat Jeans. Im Moment wahrscheinlich das stärkste im Game. Deswegen auf jeden Fall Flat Jeans. Okay. Aber Schuhe, Schuhe ist schön. Wer Basketball interessiert ist, seit kurzem, was heißt seit kurzem, früher war halt eigentlich auch so ein Fußballladen, wo jeder wusste, in Mannheim, Fußballschuhe gibt es immer hier. Aber jetzt seit kurzem interessieren sich auch ein bisschen für Basketball und die Basketball-Eile ist komplett leer, keiner ist da, nicht eine Person. Deswegen check gerne Engelheim ab, sieht eigentlich ziemlich clean aus, die haben sich ein bisschen Mühe gegeben auf jeden Fall. Die haben auch viele Trikots on Sale, deswegen, es kommt halt keiner her, weil keiner weiß, dass es diesen Laden, dass diese Sektionen gibt so. Und deswegen werden einfach Trikots auf Sale gemacht, weil keiner da ist. Deswegen checkt auf jeden Fall ab. Ich überlege jetzt, was mein Lieblingstrikot wäre, wenn ich eins tragen würde, aber ich bin ein bisschen zu skinny, aber bald, ich wäre ein bisschen breit. Ich überlege kurz, was mein Lieblingstrikot wäre und ihr könnt entscheiden, ob ich recht habe. Ich habe meine Top 3 ausgesucht, warte. Ist auf jeden Fall ein bunter Mix zwischen den drei. Auf jeden Fall weiß, schwarz und grün. Bevor ich jetzt sage, was mein Favorit ist, schreibt in die Kommentare, welches ihr genommen habt. Mein Favorit ist das Weiße mit dem Lila. Das kommt clean so, dass auch hier noch ein bisschen schwarz ist, dunkle Aspekte und dann hier lila und dann außen schwarz und weiß. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Ja, das ist mein Fave, Mann. Aber ich hol's mir nicht. Das ist noch mit einer der Highlights hier. Das ist Engelhorn. Das war Engelhorn Sport. Das hier ist Engelhorn Trendhaus. Engelhorn Trendhaus. Das sind halt wirklich High-Class, Balenciaga, Off-White, Palm Angels, das sind wirklich einfach Top-Tiere, Burberry, Dior, also alles, was du dir vorstellen kannst, was heutzutage Leute vom Penn dabei kaufen, das ist hier drin.
aber in echt. Ich löse den jetzt ehrlich, ne? Auf Ernst. Meine fühlt sich genauso an. Kein Unterschied, ich schwöre. Bisschen am Zipper, Qualität vom Zipper, aber vom Ding her ist meines genauso. Ja, jetzt sind wir, ich habe ja schon gesagt, wir sind im englischen Trendhaus und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was hier abgeht. Also das ist wirklich high class komplett. Was ist das? Amiri. Checkst du? 650 Euro, also das hier schon wirklich top notch. Also besser geht's in meinem Glow nicht. Kanada Goose, ihr habt selbst gesehen. Deswegen, wenn ihr Richard seid, das ist der Platz für euch, Mann. Dafür Geld nehmen, ich schwöre, ich mach dir diesen Pulli in 10 Minuten. Das ist halt 1150 für Löcher. Das mach ich dir, ich schwöre auf alles, ich mach dir genau diesen gleichen Pulli. Das ist mein erstes Mal, dass ich Macross probiere. Ja, ist Macross, oder? Macross probiere. Ich bin unvoreingenommen, also ich denke, die sind okay. Ich denke, kann man machen, aber es ist jetzt nichts Krasses. Aber mal gucken. So, ja. Okay. Yo. Okay, doch. Die sind lowkey krass. Letztes Mal, als ich es probiert habe, war bei Aldi, da hatten, haben irgendwie 12 Stück 1 Euro gekostet. Aber die sind crazy. Ich will gar nicht wissen, wie die in Frankreich sind. Ich glaube, die sind auch so. Das hier, sehr weich, wie Milchbrötchen. Und das schön kalt wie Eis. Aber schmeckt krass. 9 von 10. Wir sind jetzt im Asia Store. Und wer es noch nicht weiß, ich bin halb asiatisch, komme aus Philippinen. Ja, du bist zu schwarz. Ich weiß auch, ich will auch kein Lightskin. Was soll ich machen? Auf jeden Fall, das hier war einer meiner Lieblingssnacks, als ich in Philippinen war. Ich war schon mehr als 12 Mal in Philippinen. Die da, different. Die sind genau gleich hier, aber ich habe die halt da kennengelernt, deswegen different verkauft. Ich bin jetzt beim Friseur. Ihr seht, langsam wird ehrlich Zeit für einen Cut. Bei mir ist gerade Katastrophe. Aber mein Barber auf meiner Seite eigentlich jetzt zu, aber. Haarschnitt ist fertig, Hairline wie immer clean. Das ist halt passiert mal. Kann man jetzt nichts dran ändern, aber dankbar sein immer. Deswegen jetzt durch diese Chips, wo ich vorhin probiert habe und diese Macross, habe ich jetzt behindert Hunger. Deswegen will ich jetzt was essen gehen und wir nehmen Chef mit. Im Restaurant, wie gesagt, ich habe richtig Hunger bekommen durch diese Macross und die Chips, die ich hatte. Wir sind auf dem Dachgarten bei Engelhorn in dem Laden, wo wir davor waren, dieser teure Expensive Shit Laden. Und ja, wir gucken, wie das Essen hier ist und geben euch Bescheid. Ich habe behindert Hunger, deswegen will ich eigentlich gar nicht viel reden. Sieht gut aus, wir gucken danach.
Der Burger war gut, aber kann auch sein, dass ich einfach nur richtig Hunger hatte. Aber ich denke, der war schon gut. Die Pommes waren sehr knusprig, waren sehr würzig, waren sehr gut. Mayo war viel zu klein, es war so eine kleine Billigdose. So, gib mir noch richtiges Mayo. Aber der Burger war gut, muss ich sagen. Das war eine 7,5 von 10. Okay, danke. Wir sind jetzt fertig mit dem Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch so ein Format gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir auch in andere Städte gehen. Schreibt gerne in die Kommentare, in welche Städte, wo wir hingehen sollen. Pass auf, wann. Wo wir hingehen sollen und was wir da gerne machen sollen. Schreibt auch gerne ein paar Restaurants in die Kommentare. Vielleicht sehen wir irgendwas Spannendes. Vielleicht sehen wir irgendwas, wo wir gerne essen gehen würden. Und ja. Jetzt das erste Video, wo ich dann wieder vor der Kamera war. Wir wollten einfach ein bisschen wieder mixen, weil ihr habt viel Ray gesehen, ihr habt viel Osama, viel Momo gesehen. Jetzt bin ich wieder den ganzen Tag da. Und vielleicht wird es dann auch weiter so laufen. Mal gucken, vielleicht kommen die Jungs wieder dazu. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren, Glocke aktiv. Okay.